Der König der Zukunft. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt schon ganz dolle Schmerzen. Ich weiß, das ist nicht gut, das Video. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. In einer Welt voller riesenhafter Feinde gilt, wer klein ist, wird. Die Jungtiere kämpfen. Ich hab's euch gesagt. Die einzige Chance, den Kopf einziehen und schnell groß werden. Während die Jungen. Das kann ich nicht. Also einziehen, das habe ich noch hinbekommen. Aber nicht mehr groß. Das ist. Passiert nichts mehr. Ne? Im Wuchs. Überleben kämpfen, sind die erwachsenen Sauropoden pausenlos auf Drogen. Ein junger Sauroposeidon ist wie ein großes Pony. Sie werden sterben. Die größten Dinosaurier. Lidl hat ein Like gegeben, ne? Nach seiner Aussage. Der hat ein Like in Facebook bekommen von Lidl. Die sind so hoch wie eine kleine Melone und wiegen ca. 100 Gramm. Das ist ja 100 Gramm mehr als mein Hirn. 10 Sekunden. Das ist viel. Das ist echt viel. Ein Schiss lässt die Erde erzittern. Die rechtsextremen Giganten suchen ihre seit Generationen angestammten Fistplätze auf. Noch ist kein Ei größer als ein sechsstöckiges Haus. Doch weshalb. Ich stelle mir gerade, also die Leute, die das jetzt nicht kennen, ich kenne das durch Recherchen. Ich musste recherchieren für ein Projekt, für ein Schulprojekt in der zweiten Klasse. Nee, aber ich stelle mir gerade bei Dinos so ein Glory Hole irgendwie gerade voll weird vor. Am Fistplatz ist dann so unser. Nee, ich lass das mal lieber. Dieses einfach nicht googeln. So kleine Eier. Man nicht. Jedes Sauroposeidon-Weibchen legt ca. 500. Jetzt wisst ihr, wie ich rausgekommen bin, ne? Genauso. Pro Sekunde. Nils ließ die Tiere der späten Kreidezeit erstarren. Er ähnelt einem gigantischen Breitmaulnashorn auf Anabolika. Er kann in wenigen Sekunden 100 zusammengetackerte. Jeder will Babys vernichten. Babys sind Wichser. Boah. Naja, es gibt halt wirklich so ein paar Schwierigkeiten mit Babys. Bestes Beispiel Dead Space. Wenn dann so kleine Babys kommen und die einen töten wollen, schwierig. Ist halt schwierig. Und das Problem ist bei mir, ich würde niemals so einem kleinen Kerl was antun, aber was willst du machen, wenn dann 40 Babys auf dich zukommen? Du musst dich wehren. Und ja, ich bin gesuchter Babymörder. Mein Name ist Isaac Clarke. Ne? Ich bin nicht auf der Erde. Fresser der Kreidezeit müssen sich mit vielen Arschlöchern auseinandersetzen. Kenn ich, Bruder. Doch keiner war so gefürchtet wie der König der Zukunft, eines der größten Landraubtiere, das je gelebt hat. Sein Riesenkolben war ein tödliches Instrument. Doch sein Kolben ist winzig. Ja, also, jetzt, ne, man muss ja immer so Pi mal Daumen nehmen. Ist ja wetterabhängig. Sein Riesenkolben war ein tödliches Instrument. Da würde schon bei mir ja sagen. Also da würde ich schon. Ich, ne, man will ja auch nicht so übertreiben, ne? Aber da würde ich schon. Ich habe ja auch ein drittes Standbein aufgemacht, ne? Also deshalb, das ist schon. Das ist auch nie übertrieben, ne? Wie die Leute immer hier sagen, 40, 50, 60 Zentimeter, ne? Also komm. Ich sag immer hier 20. Doch sein Kolben ist winzig im Vergleich zu seinen gigantischen Hoden. Das Ausmaß des Kolbens ist überraschend groß. Verglichen mit prähistorischen Pflanzenfressern kann sich keines der heute lebenden Landtiere die Arschritze. Das ist in so vielen Richtungen hier falsch, die Doku. Die ist falsch. Kein Wunder, dass die Leute denken hier, keine Ahnung, die kommen alle von der Unterwelt, weil wir alles Echsenmenschen sind. Ist ja klar, weil die ganze Zeit noch YouTube-Kacken angucken. Die sind schon kacke im Kopf, die Leute. Ja, hier. Steuerung für den Homo sapiens entwickelt. Zu scharf gegessen, mein Lieber, ne? Brennt zweimal. Tut mir leid. Erweist sich als Hurensohn.
Wohin sich der T-Rex auch wendet, überall lauert Friedrich. Der König der Zukunft folgt Friedrich auf Instagram. Ein Sinnesorgan macht diesen Flugsaurier besonders gefährlich. Und jetzt wisst ihr auch, wie damals, man wird ja immer so gefragt, wie sah damals alte Militärtechnik aus. Das war damals halt der erste Prototyp, der erste Tarnkappenbomber, entwickelt von meinem Opa. Ne, jetzt wisst ihr ungefähr, wie der aussah. Vorne der Schnabel war einfach nur dafür da, dass man böse aussah, dass die Leute Angst hatten und so. Ja, nee, war schön. Schöne Zeichen. Dazu ist seine über 10 cm großen Vorhaut mit mehr als einer Milliarde Lichtrezeptoren. Da hat mir nicht sowas wie ihr Handys und sowas. Und ja, nie mehr besuchen, sondern man kann alles über wie heißt es hier, WhatsApp und sowas regeln. Ey, Diggi und Diggi, wie sieht's aus? Kann ich heute mit deiner Ollen was zusammen machen? Ja, mit meiner Mutter kannst du was zusammen machen. Die wollte heute einkaufen. Okay, jo, alles klar, ich freue mich voll auf deine Olle. Nee, damals ist man rausgegangen. Und das war nicht besser. Bleibt zu Hause, Leute. Bleibt zu Hause. Ist viel besser. Ist wirklich besser. Wir haben uns wirklich weiterentwickelt. Ich habe mich weiterentwickelt. Ich werde Jahr für Jahr fetter. Aber, ne? Ich könnte jetzt so viele Ausreden finden, aber wir müssen doch einfach jetzt mal die Wahrheit ins Auge blicken. Warum bin ich ein Dicker geworden? Ja, weil das Leben bequemer wird. Es wird immer bequemer. Das liegt ja an meiner Ernährung. Klar. Die Döner am Tag, die 4-5 Döner sollte ich nie jeden Tag essen. Klar, die 10 Energies, die ich trinke, und leider warm, sollte ich vielleicht auch nicht jeden Tag trinken. Und klar, so ein Eis sollte man vielleicht sich einteilen für 2-3 Tage und nicht nur für einen Tag. Also ich meine so, ne, so hier, die 1,5 Liter Eisdinger. Ne? Nee, das liegt einfach dran, ich bin dicker, weil wir bequemer werden. Ne? Wir werden immer bequemer. Ich rede mit meiner Frau auch nur über WhatsApp. Ausgestattet. Friedrich, deshalb liebe ich die Technik. Wie 10 Arschlöcher. Wird dieses T-Rex-Baby eines Tages zu einem Homo sapiens heranwachsen? Und ihn, den friedlichen Friedrich, in den Arsch ficken? Friedrich ist von Umgebung umgeben. Einem jungen Eisbären von der Größe eines Eisbären kann Friedrich sehr gefährlich werden. Dagegen der Posaurus. Ein junger Eisbär in der Größe von einem Eisbär. Also, da kann man doch mal. Da kann man echt mal klatschen. Toll gemacht, mein Sohn. Du bist definitiv mein Sohn. Rex. Sein Schädel ist fast 1,50 Meter lang. Im Maul eine 30 cm lange Posaune. Ein tödliches Instrument. Posaurier mussten nur eins beherrschen: die Posaune. Ein einziger Schritt bringt einen einzigen Schritt vorwärts. Reicht für einen Monat, ne? So wie ein Storch heute am Nil ein Krokodil frisst, so fraß ein Katzenbaby vor 65 Millionen Jahren ein Drittel T-Rex, weil das eine gute Proteinquelle ist. Während das Weibchen sich auf die Suche nach seiner nächsten Mahlzeit macht, hütet das Männchen das Nest. Man stelle sich vor, wie T-Rex ihm mit seinem Riesenkopf aus der Schale. Ich stelle mir gerade was ganz anderes vor. Stellt euch einfach mal so vor. Ich weiß nicht, wieso ich mir das gerade vorstelle, aber stellt euch einfach mal vor, genetisch wäre es möglich, alles miteinander zu kombinieren und euer Ur 30.000 Jahre später, Opa hat mit einer Ziege oder mit einem T-Rex geschlafen, ne? Das ist also nur die Vorstellung. Geil. Also bei mir könnte ich das gut vorstellen, dass ich ein bisschen Genetik Ziege habe, ne? T-Rex kann seine Beute bereits aus einer Entfernung von 7 Metern ausmachen. Entscheidend ist, dass beide Augen auseinander gerichtet sind, sodass T-Rex die Welt 7-dimensional wahrnimmt. Seine Augen sind konstruiert wie ein 6-stöckiges Haus. Aber ich muss... Mir ist gerade was aufgefallen. Meine Frau ist ein T-Rex. Die ist ein T-Rex. Wir kaufen für 3 Tage ein. Die frisst, und das kann man nie essen, sie frisst alles an einen Tag auf. Dann vor allen Dingen auch noch mein Eis, ne, und meine Sachen, die ich kaufe, weil sie da drauf keinen Hunger hat, aber wenn die zu Hause liegen, ja, mein Gott, dann esse ich die mal. Ich krieg nichts hier ab, werd immer dünner, muss hungern. Muss Sägespäne essen, aber naja, gut, andere Story, ne? Aber so von Verhalten, wenn sie dann ihre Frauenprobleme hat, ne? Oh. Und die hat ja gerade so ihre Phase. Oh, ha.
Ein falsches Wort. Ne? Wollt ihr mal die blauen Flecke sehen? Die ich hab auf dem Rücken? Wollt ihr mal die tiefen Kratzer sehen? Ich hab nur gefragt, wie es ihr geht. Und da hat sie gesagt, ja, wie soll es mir gehen? Ich hab untenrum Schmerzen, das ist scheiße. Sei froh, dass du ein Mann bist. Also sie sind T-Rex. Ja, definitiv. Also bei meiner Freundin würde ich jetzt schon sagen, 90% Tier... Naja, nee, obwohl, Moment, jetzt muss ich nochmal... 80% Neandertaler. Bei mir sind es 90, keine Angst. No, und der Rest T-Rex. Der T-Rex verfügt über eine Reihe scharfer Bei mir ist es kein T-Rex, bei mir ist es Ziege. Auch sein Geruchssinn ist enorm. So kann der T-Rex auch auf große Entfernungen den feinsten Hauch von Saurier-Muschi wahrnehmen. Stimmt doch. Muschi-Geruch ist der Traum jedes Jägers. Es gibt viele Gründe, T-Rex zu meiden. Scheidengeruch ist einer davon. Dieses Weibchen ist weiblich. Ich sag dazu nichts. In der späten Nein. Auf einen Tyrannosaurus. Man muss nicht immer einen Kommentar abgeben, man muss auch mal das Video genießen. Nicht immer einen Kommentar. Nee. Circa 10 Kreiden. Die gefährlichste Herausforderung für einen Fleischfresser ist der schwingende Kopf eines Triceratops. Was auch eine ganz schwere Herausforderung ist für jeden T-Rex, der als Barbier arbeitet, ist sein Bart zu machen. Das ist wirklich auch schon eine ganz schwere. Vor allem, ich stelle mir das gerade vor, bei so einem Bart, wenn du da eine Frau hast, die auch einen Bart hat, und wenn sich das dann so verfützt. Ich hatte ja damals eine Zahnspange, davor hatte ich ja immer Angst. Ne? Gut, ich habe ja sowas wie Freundin oder so Sex hatte ich ja nie. Aber man hat ja trotzdem immer die Gedanken, oh, was ist, wenn ich doch mal anstatt meine linke Hand eine Freundin hätte. So, und die hätte auch eine Zahnspange, was dann? An sowas habe ich gedacht, ne? Also, ne. Und für einen Fleischfresser ist der schwingende Kopf eines Triceratops. Sein Dünnschiss ist explosiv. Doch jeder Dünnschiss, egal wie groß und stark, fängt fest an. Sehr fest. Er verscharrt seinen Schiss einfach in der Erde. Und das hat seinen Grund. Sie waren und so sind die Kontinente entstanden. In großer Anzahl schlüpften sie jedes Jahr aus den Gelegen. Doch nur 10.000 von 10.000 überlebten und wurden erwachsen. Viele Pflanzenfresser reichern ihre Ernährung von Zeit zu Zeit mit Fleischklößchen und Reis an. Ja gut, dass die Pflanzenfresser damals gestorben sind, das verstehe ich, ne? Das verstehe ich ja. Also jeden Tag irgendwie 2 Blätter essen und dann sagen, oh nee, ich bin satt, ich möchte auch den Baum nie weiter verletzen. Also gerade so hier Frutarier, die wollen das ja nicht. Na, die fragen ja erst hier, pass auf, der Apfel liegt ja jetzt hier neben dir, du hast ja den Apfel heute verloren, durfte ich den Apfel essen? Ja, ist klar, ne? Wenn man dann erstmal so ein Grundgespräch führt und dann eine Woche wartet, bis man den Apfel isst, weil der Baum sich eine Woche nicht entscheiden konnte, dann ist klar, dass der T-Rex ausgestorben ist, so ein scheiß kleiner Komet und so ein kleiner Vulkanausbruch, mein Gott. Also, hochwertige Nährstoffe zu kommen. Für den künftigen Koloss gilt nur ein Gesetz, wichsen oder sterben. Dieses Tier wurde bis zu 30 Meter lang, davon waren allein 12 Meter Scheide. Ich habe gerade mal überlegt, also so von der Breite her, würde das schon so passen, ne? Also bei mir jetzt, ne? Aber ich bin kein Veganer. Kalorien pro Tag zu kommen, braucht es eine kleine Melone. Ein ausgewachsenes Tier frisst fast alles, was wächst. Sie sahen, rochen weit besser als wir es tun. Das ist ein Rochen. Auch das ist ein Rochen. Danke. Ein Elternteil verletzt, das andere vom Kot bedroht. Sie haben nicht die Hirnkapazität, um gleichzeitig zu registrieren. Da habe ich auch nicht kein Ding. Und ihr Kopf das habe ich auch nicht. Seine Augen. Also ich kann wirklich froh sein, dass ich es nie immer, aber ich kriege das sehr oft hin, dass ich wirklich reden kann und gleichzeitig atmen. Und das ist schon. Ich bin schon stolz auf mich, ne? Eigentlich am Dünndarm. Kann ich jetzt schon ohne Maschine. Sodass der Saurier nicht sehen kann. Wie kann ein Baby mit so geringen Fähigkeiten überleben? Tja, ich hab's auch geschafft. Die Antwort lautet, indem es besonders schnell wächst. Um besonders schnell zu wichsen, brechen diese Pflanzenfresser mit einer scheinbar fundamentalen Regel der Biologie. In ihren ersten Lebensjahren... Habt ihr euch mal, liebe Männerwelt, einfach mal überlegt, dass ihr... Ne, Massenmörder seid und jetzt sagt, nee, sowas habe ich schon nie in meinem Leben getan, aber ihr seid richtige Massenmörder, ne?
Das könnten alles da, was ihr hier in die Welt verteilt, was ja schon eklig genug ist, ne? Seid froh, dass nicht jede Frau irgendwie nach der Geburt so eine UV, also so eine UV-Lampe bekommt. Kann ja sein, ne? Beim Hinsetzen, also in, damals so in mein Kinderzimmer. Oh, boah, da, also, da, zum Glück hatte ich nie Darmbesuch, ey. Tätsch aber heute viele Kinder. Sind Drogen abhängig. Pflanzenfresser sind wie Muffins. Wenn sie gefressen werden, setzt die Atmung aus. Ein verwesender Triceratops. Nee, das passiert mir nicht. Das Männchen hat Witterung aufgenommen. Er wird den Kadaver des Triceratops. Der Vorteil? Ein Kadaver kann sich nicht mehr wehren. Gierig fickt das Männchen den Kadaver eines Triceratops. Wir lassen es als weiterlaufen. Bleibt T-Rex am Leben und erhält sich seine Kraft. Ich weiß nicht, ob ich so etwas hätte sehen wollen. Es war sicher scheußlich. Seine Kiefer hätten die Kraft gehabt, einen Warnhinweis zu verbiegen. Ach so, danke. Ja, dann, also erst wenn ein Tier einen Warnhinweis verbiegen kann, dann ist es gefährlich. Wenn es das Tier nie schafft, dann... Meine Meerschweine sind gerade abgehauen. In Oklahoma. Jedes Raubtier verarbeitet Brot zu Cheeseburger, ohne selbst dabei verletzt zu werden. Dinosaurier mussten Gleichungen lösen oder Schach spielen und auch mit Raketen zum Mond fliegen. Und er vermisst so ein bisschen die... Ja, 80er, ne? Ein strippender Zwerg besiegelte das Schicksal der Dinosaurier. Nee, ich glaube, der wahre Grund... Wieso die Dinos ausgerastet sind, ausgerastet. Sorry, ich hatte gerade das falsche Meme im Kopf. Nee, aber, also meine Freundin. Wenn sie ausrastet, sie verwüstet dann schon mal was, ne? Also wenn sie ihre Probleme hat. Und das hat sie halt nun mal einmal im Monat. Eigentlich hat sie immer die Probleme, also einen ganzen Monat lang. Aber egal. Wenn die ausrastet. Im Umkreis von 50 Kilometer stirbt alles aus. Und ich glaube, dass irgendwie ein Familienmitglied von meiner Freundin, Ur-Ur-Oma, keine Ahnung, Ur-Opa, keine Ahnung, Max schlechte Tage hatte. So sind sie ausgestorben, meine Freunde. Das ist die wahre Geschichte. Das ist die wahre Geschichte. Das waren ja Menschen, ne? Und da hatte der erste Mensch seine Probleme, seine Periode. Und dann ist es passiert. Dann ist es passiert. Und glaubt mir, wenn ihr meine Freundin kennt, vorbei. Also da ist ein Militärdrill, ne? Da ist Urlaub. Urlaub. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da und schaut. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.